Mein werter Freund oder meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video in unserer Videoreihe Bleibt im Kopf. Und ich möchte ja dich heute herausfordern mit folgender Frage: Mit was füllst du dich? Bevor wir jetzt reinstarten in diese neue Illustration für dich, möchte ich dich noch gerne einladen, Teil unserer YouTube-Community zu werden. Wenn dir das so gefällt, wie wir dich hier jede Woche im Glauben ermutigen, kannst du gerne dieses Video mit Gefällt mir markieren. Du kannst gerne uns abonnieren und wir hauen hier jede Woche neue Content-Videos für dich raus, die dich ganz praktisch in deinem Glauben ermutigen werden. Ja, und ich hatte dich ja schon am Anfang gefragt, so mit was füllst du dich? Und ja, ich möchte dich gerne erstmal mit hineinnehmen in das Bild, was ich für heute habe für dich. Und zwar ist es doch einfach Fakt, ja, dass Schiffe nur dann sinken, wenn Wasser in sie hineinläuft. Ein Boot kann die ganze Zeit auf dem Wasser unterwegs sein und es können die größten Wellen sein. Solange kein Wasser in das Boot hineinkommt, wird es nicht sinken. Aber sobald ein kleines Leck da drin ist, ich meine, wir kennen vielleicht alle den Film Titanic oder auch diese wahre Begebenheit, ja, dann geht leider dieses Schiff einfach unter, ja, und man kann meistens auch nicht mehr viel tun, wenn erstmal das Wasser im Boot ist, wenn das Loch nicht frühzeitig entdeckt wird, dann geht das Schiff unter. Also, es kann so viel Wasser drumherum sein, wie es nur sein kann überhaupt, ja, solange nichts ins Boot hineinläuft, ist alles super und das Boot wird auch nicht untergehen. Und ich habe dich ja gefragt, mit was füllst du dich? Und ich möchte das einfach mal so sagen, als Ermutigung für dich heute. Um dich herum können Sorgen sein, es können Ängste um dich herum sein, schlechte Nachrichten, gerade in der Corona-Zeit, so viele Dinge, die auf dich einprasseln, aber solange sie nur um mich oder um dich herum sind, wirst du nicht untergehen. Aber wenn du die ganze Zeit versuchst oder, ja, was heißt versuchst, aber das zulässt, ja, dass diese Sorgen, Ängste, Nöte dich füllen, dass sie deine Gedanken füllen, dein Herz füllen und du sie einfach willkommen heißt, so als wären es ganz beliebte Gäste in deinem Leben, dann sehr dramatisch, wirst du vielleicht nicht untergehen, aber auf jeden Fall wirst du eine Schwere in deinem Leben erleben. Es wird dir einfach schlecht gehen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und ich glaube, dass du und ich in der Eigenverantwortung auch stehen. Ich glaube, dass du und ich gut haushalten können, dass wir natürlich informiert sein müssen, dass wir natürlich Herausforderungen, Aufgaben, was weiß ich, einfach Dinge annehmen müssen, um zu wachsen. Wir wachsen ja auch in schwierigen Zeiten, indem wir auch zulassen, dass wir damit konfrontiert werden, dass wir nicht weglaufen. Aber das meine ich, es kann um uns herum sein und wir können durch das Leben marschieren und um uns herum sind die Sachen, aber in uns drin, da möchte Jesus uns füllen. Er möchte die Fülle unseres Herzens sein. In seinem Wort steht oder in der Bibel steht drin, in dem Wort Gottes, dass er uns füllen möchte mit lebendigem Wasser, mit seinem Heiligen Geist. Er möchte, dass wir ihm die Sorgen abgeben, dass sie quasi um uns herum bleiben und Jesus unser Inneres füllen kann. Und das ist einfach meine Ermutigung für dich heute und für mich, dass wir uns nicht von den Sorgen gefangen nehmen lassen, die um uns herum sind, dass wir sie wirklich um uns herum lassen und uns mit Jesus füllen, dass wir uns jeden Tag Zeit für ihn nehmen, dass wir jeden Tag ihn suchen, uns auf ihn fokussieren, lernen, den Fokus auf ihn zu richten und dann werden wir auch nicht untergehen, ja, so wie Schiffe auch nur dann untergehen, wenn Wasser in sie hineinkommt. In diesem Sinne, stay on fire!